Wobei die Diebe sicherlich auch schon gut abgegradet sind. Nur ja, die Warrior sind noch nicht wirklich. Er hat ein Bronzebreitschwert. Ja, gut. Diebe sind halt, wie gesagt, in der Lage, Gold und Gegenstände zu klauen. Und Ranger erkunden die Gegend und unterstützen gerne Barbaren. Und machen sich ihre Healing Potions sogar selber. So, den können wir auch gleich angreifen. Weil unsere Stadt ist ja jetzt auch relativ sicher geworden. Hier noch das Veteranen-Upgrade. Und da geben wir einfach mal den Ausbau des Palastes in Auftrag. Der da will irgendwie nicht kämpfen. Your Highness, we've improved the guardhouse. Die Ratte da klaut uns Gold. Da kommen aber unsere Soldaten, unsere Warrior. Und zeigen der Ratte. Your Highness, the palace renovations are finished. Was sie davon halten. Jetzt ist das ganze Gold, was die Ratte geklaut hat, bei denen gelandet. Oder so ziemlich das ganze Gold. Deswegen gehen sie jetzt wahrscheinlich, ja, ordentlich shoppen. So, unser Palast ist fertig. Das heißt, wir können gucken, was uns das gebracht hat, außer der Statue. Die Statue. So, wir könnten noch ein Inn bauen. Was kommt jetzt? Oh, ein Inn wurde selber hier oben hingestellt. Gut. Das heißt, wir können eher die Statue bauen. So, hier eine Statue hin. Die Moral erhöhen soll. Das heißt, die Helden werden nicht mehr so schnell wegrennen. Okay, der Troll da will es unbedingt wissen. Gegen unsere super ausgerüsteten Krieger mittlerweile. Wie sieht's bei dir so aus? Du hast immer noch keine gute Rüstung, du hast dafür aber viele Heiltränke. Ja. Genau, die Trolle kommen, wie gesagt, immer vom Bildschirmrand. Ich denke mal, da alle Gilden voll sind, wir können ja mal kurz ins Raster gucken, wie es so aussieht mit den Helden. Ja, das sieht alles recht okay aus. Das ist übrigens auch, glaube ich, so eine Sache, dass Helden unterschiedliche HP haben können. Wie man hier zum Beispiel sieht, er hat 39 und er hat auch 39, obwohl sie beide unterschiedliches Level sind, aber dieselbe Klasse. Oder hier, die beiden. Er hat 21, er hat 24. Ja, es wurde viel mit Zufallsgenerator in diesem Spiel betrieben. So, unser Geld fließt, wie man sehen kann. Sag, die Diebe beklaut unsere eigene Schmiede, oder was? Ja, die klauen halt einfach. Wir könnten hier übrigens einfach einen Teil der Steuern instant einsammeln. Aber ja, es bringt ihnen auch nichts, wenn sie anfangen, bei uns Gold zu klauen.
Oh, wir haben sogar einen Dieb gerade verloren, sehe ich gerade. Ja, Beschreibung für die Diebesgilde. Na, das sehen wir dann hier unten. Rogues Guild. Ja, Rogues halt. More gold, Your Majesty. Ja, die Palast, unsere Stadtwache und die Ranger haben gerade den Troll erledigt. Ja, Teamwork ist auch wichtig hier in dem Spiel, sieht man definitiv. Gut, wir setzen jetzt unsere Reward Flag auf die das Schloss. You won't get my gold. Der Troll ist vergiftet. Weil du wahrscheinlich irgendwo genau Gift drauf hast. Du hast keinen Heiltrank. Ich denke, du solltest... Ja, das ist übrigens auch so eine Sache. Wenn Helden ein Level aufsteigen, sie heilen sich nicht voll. Aber er kriegt den Troll vielleicht sogar noch tot. Ja, er kriegt den Tod. Ja, und gibt noch einen Kommentar ab. Es ist immer lustig zuzuhören, was für Kommentare sie auch noch abgeben, wenn sie gerade kämpfen oder unterwegs sind. You won't get my gold. What a delicious looking reward. Ja, weil sie gerade in der Nähe sind von meiner 500er Fahne, sind sie sehr interessiert daran. Gut. My ambition has paid off. Wir kriegen Geld rein, mehr als genug. In the name of the sovereign. Die Palastwache und die Stadtwache, die werden auch mit den Ratten fertig. We are victorious, Your Majesty. Und wir haben gewonnen. The horrific incursions have ceased, Majesty. Children may once again play in the streets and nearby meadows. Hunters and peasants may carry out their work without fear. May the bright blessings of the gods continue to shine on your wise rule. Ja. Continue playing, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Return to Main Menu, ja. Weil wir halt immer hier landen. Gut. Now try another quest. Advanced if you haven't yet. Ja, weil wir jetzt die Forsaken Lands abgeschlossen haben. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur auf Rescue of the Prince, aber wir gehen jetzt in die Barren Waste. Erstmal. Ja, Free the Slaves ist eine Advanced Quest. Die River Demon. Gut, machen wir The Barren Waste als nächstes. Do not despair, Your Majesty. Though this swampy region has yet to be transformed into a comfortable abode, I'm sure we can fulfill your mother's dream. I suggest we start small and figure out a way to productively use more of this swampy ground. Perhaps building a festive fairground in the middle of this desolate quagmire will be sufficient proof of your achievement and ability. Ja, gut. Build a fairground to win this quest. Keine nichtmenschlichen Rassen oder Zauberer, aber wir können unseren Palast weiter upgraden. Und ja, Fairgrounds ist halt ein Ritterturnier. So. Um die Fairgrounds zu bauen, müssen wir den Palast auf 3 bringen. Um den Palast abzugraden, brauchen wir halt Helden. 4 Helden fürs erste Mal. Und so weiter. Gut. Das heißt, erst einmal die Ranger-Gilde. Und die
Kriegergilde. Hier in die Nähe setzen. I serve with pleasure. Dann bauen wir ein Guardhaus an diese Stelle ungefähr, damit wir hier drunter den Marktplatz hinbauen können. Wir sind, glaube ich, mit 10.000 Gold gestartet. Und ja, wir können schon mal bessere Waffen in unserer Schmiede erforschen. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Ja, wir kümmern uns ja schon darum, dass Gilden gebaut werden. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. Ja. Jetzt, da wir eine Gilde haben, müssen wir 4 Helden ausbilden und dann, damit wir den Palast aufbauen können. Und wir brauchen 4 Gold für den Turniergrund. So, dann noch die Rüstung verbessern. Wir werden vielleicht in dieser Mission wirklich 2 Marktplätze bauen. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. So, aber erstmal den ersten Marktplatz, jetzt wo das Guardhaus schon steht. Und das gleich upgraden, dass es mit Pfeilen schießen kann. Und dann gleich befestigen, damit es mehr aushält. Your Majesty, a new building is complete. So, Your Highness, weitere Helden. We've improved the guardhouse. I feel revitalized. Ja, die kriegen übrigens auch durchs Erkunden Erfahrung, die Ranger. So, wir haben schon mal Level 2 Waffen. Das dürfte fürs Erste reichen. Your Majesty, a new I building is complete. With pleasure. Gleich mal Healing Potions. Sovereign, a building has been upgraded. Tax collector. Und mehr Helden anheuern. Sovereign, your marketplace now serves you better. Bis jetzt haben wir ja zum Glück einigermaßen Ruhe vor Gegnern. So, noch den Markttag erforschen, damit wir dann bald ein bisschen mehr Geld rankommen im Augenblick. Sovereign, your marketplace now serves you better. Hier steht übrigens, wir könnten in Kriegergilden, später wenn wir Tempel haben, entweder Warriors of Discord oder Paladine anheuern, je nachdem welchen Tempel wir gebaut haben. Da sich Tempel auch gerne gegenseitig ausschließen. So, hier unten bauen wir den Inn hin. Oh, ein Ruined Keep. I feel revitalized. Ein Zombie. Ich setze mal die Kamera hier auf unseren Palast. I serve with pleasure. Tax collector. Und die untere Kamera dann auf unsere Reward Flex immer, damit wir gucken können, wie es bei denen aussieht. So. Wir starten mal einen Markttag, weil wir brauchen das Geld im Augenblick und unsere Helden haben noch nicht so viel Geld. Deswegen werden sie auch noch nicht so viele... Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, we've improved the guardhouse. Werden sie noch nicht so viele Tränke kaufen. Soll er sich lieber mit den Zombies kloppen und dann hoffentlich in unserem Inn übernachten. Ja, Zombies sind wirklich schwach. Zombies nehmen auch guten Schaden durch Fernkampf eigentlich.